So, Freunde, willkommen bei der letzten Folge von Rhyme. Ja, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. So, wo müssen wir hin? Hier sind wir jedenfalls stehen geblieben in der letzten Folge. Okay, sollen wir da runter? Ah, okay, guck mal, wir müssen da links hin? Schaffen wir das überhaupt? Ich habe keinen Plan. So weit springen, das ist aber ein bisschen weit. Ey, jetzt ehrlich? Das ist mir zu weit. Wie sollen wir da hinkommen? Oder haben wir... Ach Quatsch, wir können einfach nur runter. Ich bin so blöd manchmal. Oh, fuck, Vorsicht. Wir können einfach von unten hochklettern. Das wird die Rätselslösung sein. Wir haben quasi nur Licht drauf geworfen, damit wir da überhaupt hochklettern können. Weil, oh, fuck. Damit wir überhaupt hochklettern können, weil es war ja dunkel und dementsprechend haben wir nichts gesehen, wo wir hätten hinklettern können. Jetzt haben wir das Ganze schön in Licht getaucht. Und dementsprechend können wir jetzt uns darum kümmern, da hochzuklettern. Oh, puh, das war knapp. So, einmal hier hoch. Vorsicht, Kleiner. Aber das ist ja auch nicht so viel Licht, muss man sagen. Deswegen gucke ich mal gleich. Können wir nicht gleich irgendwie hier durch? Nein, wofür denn? Können wir nicht hier weiter? Oder gehen wir außen rum? Ah, okay, wir gehen außen rum hier. Hier können wir hoch, alles klar, gut. Dann können wir hier das nächste Ding freischalten. Beziehungsweise, was heißt freischalten? Wir lassen einfach Licht drauf. Kette fällt runter. Öffnet quasi den Leuchtturm, ne? Es ist ja eigentlich ein Leuchtturm, meiner Meinung nach. So, und hier können wir runter rechts unter dem Podest runter herkriechen. Beziehungsweise klettern. Es ist eigentlich eher klettern. So, und jetzt müssen wir uns tatsächlich darunter fallen lassen. Oh. Okay. Das haben wir gut gemacht. Nein, jetzt müssen wir wieder hochklettern. Okay, kein Problem. Schade, dass das nicht funktioniert hat. Hätte ja sein können, ne? Aber immerhin müssen wir nicht komplett runterklettern. Aber wir hätten so... Ach, wir mussten uns sogar runterfallen lassen. Ah, okay. War zwar verdammt hoch. Ich weiß nicht, wie der das überlebt hat ohne Knochenbrüche, aber gut. So. Komm. Das wird knapp. Zack, hier hoch. Und dann können wir gleich schon das nächste Ding freischalten. Das ist meine Vermutung. Oh ja, ich sehe zwar nichts, aber ich laufe einfach hier mal hin. Okay. Nee, jetzt ehrlich? Können wir da... Ah, okay, wir müssen da jetzt... Okay, wir müssen die Kette entlang laufen. Wow. Das ist heftig. Aber... Wie kommen wir denn zurück? Okay. Was, wo sind wir? Wo sind wir denn jetzt? Wir sind immer noch nicht mehr schwarz. Das ist doch schon mal immer was. Da müssen wir uns auf Podest stellen, damit wir den Schatten in die Tür werfen. Und dann bin ich mal gespannt. Ach, das ist Wasser? Sieht aus wie so ein Spiegel, ne? Ist aber Wasser. Okay, das ist immer richtig crazy. Ja gut, alles klar. Zack, hier drauf. Und dann mal schön Türchen öffnen. Beziehungsweise, was heißt Türchen öffnen? Dementsprechend, was jetzt... Oh, da muss ich dann... Ach, wir sind jetzt ganz oben. Ah, geht die Tür jetzt auf? Sie geht nicht auf. Da können wir runterlaufen, okay. Ich wäre jetzt gesprungen. Ich meine, was soll dann großartig passieren? Wir leben in einer Traumwelt. Mehr oder weniger. Ich weiß gar nicht, was real ist, was wir träumen, was wir uns vorstellen. Was uns vorgegaukelt wird, das ist sehr kompliziert. Aber gut. Okay, ja, ich will gerne sehen, wie er auch runterläuft. Sehen wir nicht mehr. Wofür sind wir denn die ganze Zeit hochgeklettert? Oh, der war schnell. Der war schneller als der Blitz, Leute. Schneller als Usain Bolt, ey. Der Junge hat alles drauf. Der ist Tomb Raider, Usain Bolt, Zauberer, Hexer, alles Mögliche. So, und das sieht sehr, sehr stark nach Ende aus. Deswegen mag ich in dieser Zeile, in dieser Folge womöglich einmal recht haben. In der letzten Folge habe ich auch schon vermutet, dass es eventuell die letzte Folge ist, aber da habe ich mich echt ein bisschen geirrt. Die letzte Folge haben wir auf diesen Tag verschoben, auf diese Folge, aber das seht ihr auch am Titel. Da jetzt Ende steht, war ja klar, dass es dann die letzte Folge ist, aber gut. Oh Mann. Er hat also auf jeden Fall zwei Leute verloren, einmal die Frau am Schiff, was auch immer das war, Mutter, Schwester, Freundin,
Frau eher nicht. Vielleicht Schwester. Könnte Schwester sein, ne? Würde ich mal so vermuten, weil mit dem Alter eine Freundin? Nein, 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 nein. Ja, dann hat er noch Fuxi verloren. Robi hat er verloren. Alle hat er verloren, die er lieb hatte. Und ja, gucken wir mal, ob wir die irgendwie vielleicht zurückkriegen. Keine Ahnung. Bin mal gespannt. Was jetzt passiert, ey. Wirklich wahnsinnig gespannt. Okay. Papa? Jetzt sind vier, der mit dem roten Mantel. Nein, 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 nein. Oha, oha, es ist ein ziemlich stürmiger Tag. Und jetzt gehen wir wahrscheinlich über Bord. Halt schon nicht an dem Ding fest, Junge. Halt schon im Seil fest. Oh, 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 Kleiner. Komm hoch. Mist, das war jetzt... Ach, verdammt. Reinspringen brauchen wir da auch nicht, also da ist alles vorbei. Wow. Ja. Das ist das sehende Auge aus Herr der Ringe. Sieht ja auf jeden Fall so ein bisschen danach aus. Sind wir im Himmel? So stelle ich mir... Ich habe ja vieles gelesen und gehört, wenn man am Ende des Tunnels irgendwie ein weißes Licht sieht. Ja, dass man dann im Himmel ist, beziehungsweise in den Himmel geht, beziehungsweise kurz vorm Sterben ist oder irgendwie sowas war das. Aber wir sind nicht im Himmel, wir sind irgendwo in... auf irgendeinem Steinbett. Das muss super gemütlich sein. Oder wir sind im Himmel. Schwer zu sagen, vielleicht sind wir wirklich tot und im Himmel und haben uns das ja quasi alles nachgespielt oder geträumt. Ich habe keine Ahnung. Okay. Wir können nicht nach links und rechts gucken. Das sind die Statuen aus Sand, Stein, ich habe keine Ahnung. Da ist Dad. Ey, Papa. Nicht berühren. Wow. Wow, wow, wow. Ist das der Schlund der Hölle oder was? Wenn alle da runterspringen, Leute. Oha. Ich soll auch springen. Ich glaube, die erwarten das. Okay, dann springen wir mal. Nein, 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 nein! Shit! Da ist wieder der Vater, der uns verloren hat. Der hat einen Schlüssel. Wofür ist der Schlüssel? Er ist sehr traurig, dass er seinen Sohn verloren hat auf der Reise. Und jetzt können wir den Vater lenken. Das ist doch mal schön, dass wir mal jemand anders lenken können. Ey, der sieht hier wunderschön aus. Geiles Haus. Okay, er wohnt irgendwo am Strand. Ich höre Möwen. Häuschen am Strand ist sehr geil. Könnte auch Griechenland oder sowas sein, ne? Oder jedes andere irgendwie Land, was einen Strand hat. Aber der sieht aus wie ein Grieche, meiner Meinung nach. Ist das die Tür zum Kinderzimmer? Oder zum Hauseingang? Kinderzimmer tatsächlich. Der hat das Ding abgeschlossen, weil der Junge umgekommen ist. Und okay, krass, das ist hart. Hier haben wir den Fuchs. Den hat er als Haustier gehabt. Sieht er also aber so aus wie so eine Holz. Das ist echt aus Holz geschnitzt. Oh Mann, der Junge hat alles geträumt, Leute. Der quasi sein Leben nachgeträumt oder ich weiß auch nicht. Hier haben wir die Möwen. Hart. Der Junge ist umgekommen, der Vater ist alleine geblieben. Schade, es gibt wohl kein Happy End, aber schauen wir mal aus dem Fenster, vielleicht passiert ja irgendwas. Da ist das Boot. Oh Mann. Haben wir noch irgendwas hier Interessantes? Ach, wir müssen jetzt... Gehen wir jetzt? Ne, wir gehen nicht. Oh. Nein. Das ist doch nur eine Erscheinung. Ich kann es verstehen, dass er den Jungen vermisst, aber... Hä, der kann ihn noch umarmen? Oh Mist. Shit.
Ja, jetzt müssen wir Abschied nehmen. Dann nehmen wir Abschied. Mach's gut, Kleiner. Das war's, Freunde. Our Game by Tequila Works. Ich bedanke mich wahnsinnig bei euch fürs Zuschauen. Schönen Dank, dass ihr alle dabei wart. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr natürlich gerne positiv bewerten und vielleicht mal einen kleinen Kommentar hinterlassen. Und mich natürlich durch ein Abo unterstützen, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Abonniert, ja, abonniert habt. Okay, das war's. Vielen Dank, Freunde. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Ich würde mich freuen, wenn ihr diese Folge positiv bewertet. Statt Bücher lese ich lieber Kommentare, also lasst ruhig ein paar Zeilen da. Um kein Video mehr zu verpassen, dürft ihr gerne kostenlos abonnieren. Falls ihr noch andere Videos anschauen wollt, klickt eines der beiden Videos hier rechts an. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Dankeschön, Freunde.